Starten wir. Willkommen. It was the dawn of the 23rd century when mankind finally dared leave the confines of Earth. Willkommen alle. With the last of the unification wars behind them, fusion power and interstellar travel in their hands, they turned their attention to a distant star. They named it Hellion. Work began on the expedition project, a massive undertaking with a singular purpose: to give humanity a new home beneath an alien sky. The journey would take almost a century. It's all over. The expedition has fallen apart. Hellion is a war zone. The damn plan was a mistake. It was insane right from the start. But we can't turn back now. I just pray that someone can survive this. Jo, da sind wir wieder. Hellion. Ein sauschweres, aber cooles Spiel. Schwer in dem Sinne, weil es wirklich sehr herausfordernd ist und wenig Fehler erlaubt. Kann man meistens neu anfangen, wenn man irgendeinen falschen Knopf drückt und die gesamte Station entlüftet oder sowas. Da darf ich auf einem privaten Server von einem Kumpel zocken. Gucken wir uns mal an. Ist da? Wer bin denn? Tipp, 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 Passwort. So. Da sind wir in unserem Cryopod. Schauen wir mal, wie weit Eckart schon gekommen ist. Der sitzt ja hier drinne. Kann ja schon mal die Station so zeigen. Lieber schon, man kann so Module finden. Kann man aneinander koppeln. Also das hier ist so ein Base-Modul mit zwei Cryopods. Dann gibt jetzt so ein... Das gehört noch dazu, Docking-Port. Und das hier ist dann schon das Airlock, was ich angedockt habe. Da hinten ist schon Weltraum. Zeigt da auch an, dass wenn ich die Tür öffne, dass dann Druckausgleich erfolgen würde und die gesamte Luft, die hier hinter ist. Ah, Moment, apropos Luft. Wir haben da ja so eine Vereinbarung, dass wir alle möglichen Sachen ausschalten. Wir müssen erstmal alles wieder hochfahren. Schiff, Power, Airlock Power. Start. Irgendwas hat er da schon gefunden. Schalten erstmal alles an. Unautorisierte Access. Achso, das ist ein Schiff. So. Können wir noch ein bisschen Musik anmachen? So ein bisschen im Hintergrund. Gut. Gucken wir noch, ob da Live-Support an ist. Runterfahren, also der ist an, okay. Der filtert nämlich die Luft hier, der Luftfilter. Kann man noch Komponenten einbauen, dass die dann effektiver werden und er verbraucht den Sauerstoff. Man kann noch einen Atmosphärengenerator nutzen. Der ist nur dazu da, um Atmosphäre zu erzeugen. Die habe ich ja momentan überall einbar drauf. Außer auf meinem Schiff. Ja, das ist jetzt schon wieder mein Schiff. Das Schiff sollte auch mal auf Dauer 44, ach, das könnte sogar reichen, um ein bisschen Druck aufzubauen. Weil man braucht hier O2 und Stickstoff. Wenn ich den anschalte, verbraucht er diesen Stickstoff und O2 und pumpt hier in den Sauerstofftank her. Also Luft rein. Jetzt habe ich mein Airlock offen. Hm. Aber ich glaube, weit komme ich damit so und so nicht.
Ja, ich mach mal die Führung weiter. Da hat er so eine T-Section gefunden, okay. Hier ist Fabrikator. Kann man Sachen bauen. Wenn man denn genug Material hat. Nickel, Iron und Kohlenstofffaser. Kann man dann bestimmte Sachen craften. Bohrer, Ressourcencontainer, ein Druckanzug. Sachen zum Beispiel könnte man dann grinden. Kommt dann immer ein bisschen Nickel, Iron und Kohlenstofffasern raus. Kann man daraus später was bauen. Also alles, was man nicht braucht, kann man dann zu Rohstoffen wieder machen. So, dann haben wir schon mal ein bisschen, um irgendwas zu bauen. Andere Teile wollte ich mir noch mal angucken. Keine Luft drauf. Sagt mein Jetpack. Wohl. Gucken wir uns das mal an. Keine Batterie. Dann weiß ich nicht, wie voll mein Jetpack ist. Warte mal, ich hole mir noch eine Batterie. Haben wir hier am Ladegerät noch ein paar Batterien. Da ist eine Batterie rein. Tür schließen, Druck abbauen. Ach, deswegen ist hier kein Druck drauf, weil die Türen offen sind. Nitro. Stickstoff brauche ich. Ist noch eine größere Raffinerie dran, ne? Baut schneller Sachen um. Zurzeit habe ich gar kein Eis. Auf den könnte man die Station rüberschieben. Nitro ins Schiff. Helium 3 ist denn für einen Reaktor, wenn man denn ihn hat. Der Wasserstoff ist für das Reparaturtool. Habe ich eins bei? Nee, natürlich nicht. Ein Military Nanit Core. Noch ein Military Nanit Core. Weg.
ist auf der anderen Seite. C-Proteus-Helm nehmen wir mal mit. Wenn wir da noch was Sinnvolles draus bauen. Alles zentral sammeln. Noch ein Nanit-Core. Noch ein Brecheisen. Können wir nehmen. Kriegen wir jetzt nicht mehr mit. Dann lassen wir den Helm hier noch liegen. Wann sieht man denn, wie viel hier hoch? Kriechen wir hier mal hoch. Ich glaube, das ist hier so eine Kratzer. Müsste hier so eine Kontrollstation sein, aber die hat irgendwie kein Saft, ne? Schade. Ja, na toll. Untergeflogen. Noch bin ich am Leben. Schöne ist auch. Nein, mach zu. Falsche Taste. Ja, so kleine Fehler können schon fast den Tod bedeuten. Erst Druck aufmachen. Jetzt können wir den Helm aufmachen. Da ist ein Nanitenkor, aber da in anderen Teilen habe ich keinen Nanitenkor gesehen. Muss ich mal in der Übersicht gucken, ob ich da was sehe. CWE-Anzug. So. Meinen wir noch die paar Military-Cores weg. Ganzen unnützen Kram schon mal grinden, da ist auch noch ein Militärinanit-Chor. Gut. Die paar Teile legen wir hier ab. Schon wieder ein paar Kohlenstofffasern und ein paar Nickel-Eiben. Was könnte man denn hier noch bauen?
Otois Jetpack kann ich bauen, aber einen Helm kann ich noch nicht bauen. Also ein kleines Stimpack wäre bestimmt nicht schlecht. Damit man sich wieder heil machen kann. Der ist leer. Stoff drinne. Füllen wir die schon mal auf. Sauerstoff, gut. Seitdem ich so einen kleinen Ressourcenkanister, wenn der Jetpack denn alle ist, dann hat man noch ein bisschen was. Manchmal lebensrettend. Fünf. Okay. Eigentlich müsste ich diesen Helm forschen, weil den noch bauen kann. Wieder leer, die könnte man dann eigentlich grinden. Wie man Eggard kennt, ist der dann irgendwann wieder am Sterben und braucht wieder neue Ausrüstung. Kann man da zumindest schon mal sammeln. So. Ein paar Batterien mit. Jetpack, lohnt sich das aufzufüllen? Füllen wir auch nochmal auf. Refill. Dann fliegen wir mal mit dem Schiff los und gucken mal, ob wir noch ein paar Ressourcen besorgt kriegen. Mensch, was Eggard hier schon alles rangeschleppt hat. So. Das ist zum Beispiel auch ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal von dem Spiel hier. So ein Newtonsches Universum. Das heißt, wenn man hier unterwegs ist, dann hat man einen Bewegungsimpuls drauf und dann muss man dagegen steuern, sonst treibt man Ewigkeiten weiter und so. Doch schwer zu steuern, aber man sich da ein bisschen dran gewöhnt.
to whip across your trail. Better turn your tail, boy, you ain't gonna give me the slip. I broke and break your soul. Ich thought Freeside to Brent to Reno. Ist voll gut. Hier ist bloß rotes Licht, weil hier kein Druck ist. Hast du ein Schweißgerät, damit ich Sachen reparieren kann? Brauch halt den Wasserstoff. Das Bohrsystem. Aber der hat einen Akku, der ist halb voll. Den nehmen wir schon mal raus. Im vollen Akku rein und auch ein Kanister. So. Ich hier nicht noch ein Jetpack. Also fast voll. Gut. Mein Ersatz-Jetpack, wenn dann wirklich mal alles am Brennen ist und ich weit von zu Hause weg bin, kann man das noch on the fly tauschen. Koppeln wir mal ab. Bisschen Abstand gewinnen. Station. Ramme ich da noch gegen. Gut, schauen wir uns mal um. Wo können wir denn hinfliegen? Knossos Command Section. Sieht so grün aus. Ich glaube, da fliege ich mal hin. Und so lange an der Geschwindigkeit drehen, bis hier bereit steht. Steht der Geschwindigkeit zu gering. So. Nur noch ausrichten. Fliegen wir da gleich in 25 Sekunden, springt er. Fliegen wir da gleich mal hin und gucken mal, ob wir da nicht ein paar nette Rohstoffe finden. Haben sie auch nicht schlecht gemacht, so ein Gravitationslinseneffekt. Wir fliegen ja mit irgendwie Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit. Und verzerrt sich die Darstellung von dem Planeten irgendwie komisch. Das dauert jetzt 7 Minuten oder so. Natürlich ungesund, wenn ich jetzt hier rausgehe. Hier kann man sich dann angucken, wie es dem Schiff geht. Man hat ja mehrere Panels. Wie viel Schild das noch hat. Schild ist dann in 13 Tagen erschöpft. Dann muss ich einen neuen Nanitenchor da reinbauen. Druck hätte man normalerweise, wenn man Druck hätte. Und dann noch Luftqualität. Also nicht nur der Druck muss stimmen. Luftqualität muss auch irgendwie über 30% sein oder so. Wenn man zu dicht zur Sonne fliegt, dann hat die Temperatur, spielt die auch noch eine Rolle.
kann man denn hier über Life-Support steuern? Also das Schiff selber hat jetzt keinen Sauerstofferzeuger oder sowas. Den müsste man dann reindrücken, den Sauerstoff an der Station, wenn man angedockt ist. Aber dann hat er zumindest einen Luftfilter und kann das dann filtern. Da ich keinen Sauerstoff im Tank habe, kann ich hier auch keinen Druck aufbauen. Zwar keinen Plan, was das hier bedeutet. Zwei. Aber alles muss man ja nicht wissen. Hat man hier seine Warpzelle drin? Da hat man so ein extra Ding drin, so ein, wie hieß der, Singularitätsdetonator oder bla. Mit dem Ding kann man dann Module andocken und auch mit dem Schiff mitnehmen in den Warp. Ja, den Ding braucht man denn. Kann man sehen, dass die Solarpanels hier gerade runterkriegen. 60%. Ich denn der Kondensator wieder auflädt. Also momentan jumpe ich mit Kondensatorenergie. Aber wenn ich die nicht habe, dann kann ich hier aus der Warpzelle noch Energie ziehen. Aber die ist dann irgendwann leer und kann nicht nachgefüllt werden. Deswegen lieber erstmal so jumpen. Aber hier, kleines Stimpack, genau. Falls mir das schlecht geht, habe ich mir hier schon ein kleines Stimpack hingelegt. Damit mich dann wieder heilen kann. Hier könnte ich einen Notruf starten, falls ich irgendwo strande oder so. Kann mich jemand aus dem Server hier, der das Distress-Signal denn sieht, kann er mich retten. Man kann in Trümmerfeld geraten. Um den Planeten rum hier ist ein Trümmerfeld. Und dann kriegt man noch so eine Warnung und dann manchmal trifft das denn auch das Schiff und so. Dann sieht man hier eine Scheibe kaputt gehen und im Normalfall, wenn man hier Druck drin hat, dann ist das doch schlecht, wenn die Scheibe hier kaputt geht, weil dann geht der Druck raus. Also so habe ich meine Luft verloren. Kann man noch checken, wo man gerade ist. Jetzt gerade hier neben dem Planeten. Hier ist mein Zielpunkt, wo ich hin will. Ja, und bei meinem Glück, der Asteroid, der rauscht genau durch ein Trümmerfeld durch. Wenn ich ihn erreiche, dann ist er nämlich kurz davor. Aber ich hoffe mal, ich werde es überleben und vielleicht sogar rechtzeitig genug mit meinen Sachen abgebaut wieder zurückfliegen. Jetzt sagt er Unstable Orbit, weil mein Schiff, wenn ich das jetzt gucke, hier der Orbit, der würde in den Planeten reinführen. Aber ich bin ja noch nicht fertig mit dem Sprung. Er geht ja auf diese Umlaufbahn hier. So, mal schauen. Kann man hier noch scannen? Manchmal findet man ja Sachen durch Scannen. Klingzeit. Was natürlich auch alles Energie. Manchmal findet man auch Sachen.
10, 9, 8, 7. Asteroid, 1,3 Kilometer. Schon mal in der Nähe. Super. Jetzt muss man auch aufpassen, dass man nicht zu schnell zu dicht kommt. Weil den Schub, den man vorwärts gibt, den muss man auch wieder rückwärts nachher rausnehmen. Links da, DIR, sagt dir direkt Schnellspeed. Ich fliege gerade mit 11,4 Meter auf den zu. Bisschen mehr als die Erdbeschleunigung. So bei 200, 300 Meter, glaube ich, kann ich Geschwindigkeitsangleichung machen. Sollte ich vielleicht probieren, früher zu machen, aber 500 Meter möchte ich auch kein EVA machen. Ich merke das schon wieder. Ja, jetzt sind wir im Meteoritenschauer. Ich werde mal versuchen, da so ein bisschen draus abzuhauen aus dem Schauer. Ich kann mich der Asteroid auch so ein bisschen schützen. Mein Schiff geht dabei kaputt. Je mehr Partikel mein Schiff treffen, umso schlechter ist es. Aber vielleicht habe ich ja Glück und wir können halt hier den Asteroiden ein bisschen nutzen, um Schutz zu kriegen. Größere. Solarpanel. Eieiei. Das reparieren wir später. Da so ein Crack meine ich. Habe ich es doch nicht mehr rechtzeitig geschafft. Gucken, ob wir von hier innen irgendwas kaputt sehen. Nee, sieht gut aus. Kann ich nicht zugreifen, weil ich was in der Hand habe. Aber ich glaube, es ist schon wieder vorbei. Wir werden schnell noch das Solarpanel reparieren. Es hat nun ein Ding mitgekriegt. Thank you.
So. Wollen wir uns den Rest des Schiffs noch mal kurz an, ob wir da irgendwo was kaputt hat sehen. Da ist noch was kaputt. Kann sich mit Shift immer so festhalten. In der Nähe von Objekten ist. Dass er auch alleine aufhört mit Schweißen, wenn wirklich heil ist. Okay. Gucken wir nochmal unterm Schiff, da ist meistens auch immer was kaputt. Das ist doch schon wieder ein bisschen aufgerissen. Heile gemacht. Gut. Also so ein Reparaturtool ist Gold wert. Dich um. Legen wir das mal ab, wir brauchen die Hand frei. So. Füllen schon mal den Sauerstoff auf. Mehr 96%. Kidoki. Dann geht's jetzt los zu Minern. Darf aber auch nicht so schnell sein. Tue ich mir weh. Festhalten. Minern war ein bisschen. Ist auch immer so eine Sache. Wie dichter an so eine Sachen rankommt. Manchmal spucken die irgendwie so ein Gas aus. Der Bohren, der drückt bestimmt ganz schön im Ohr, ne? Ist bei mir aber genauso. Nice. Zum nächsten. Auch dieser Qualm ist total der Grafikkartenkiller. Jetzt habe ich die ganze Zeit 50% GPU-Auslastung und wenn der Qualm anfängt, geht er auf 100. Ja, das wusste ich. Was meine ich damit? Habe ich ein bisschen was abgekriegt. So, tauschen wir. Deswegen sollte man nicht allzu dicht da dran sein. Thank you.
ein bisschen weg, wenn der spuckt. Immer gesünder. Problem ist jetzt wirklich, wenn ich nämlich das Spiel jetzt leiser mache, dann sind diese ganzen dezenten Schubstöße und so was, hier mich drehe und so was, die hört man dann gar nicht mehr. Was Drecksbohren, das ist so laut. Stößt er dich dann auch noch weg. So. Na, dafür habe ich dann mein Stimpack mit. Das ist der die Batterie alle. Eine neue rein. Ach, der Kanister ist auch voll. Den rein. Möglichst weit weg davon. Funktioniert mein Chat hier überhaupt? Ja, funktioniert. Ich sehe zumindest was. Der Abstand reicht. Nitrogen, aber irgendwie findet man das extrem selten. Eis findet man in Massen. Kanister sind doch schnell voll. 0 von 150, schon mal da rein. Ist da immer mal ein Frame fallen? Wegen diesen. Diesen Qualm.
irgendwas grünet. Das hatte ich schon mal gefunden, aber irgendwie schwer zu finden. Manche Asteroiden, denke ich mal, haben das gar nicht. Oder nur an bestimmten Stellen, also das weiß ich auch noch nicht genau. Wo man das Nitrogen immer finden kann. Hier müsste alles Eis sein. Erstmal voll und fliegen vielleicht noch mal kurz ein bisschen über den Asteroiden, ob ich noch Stickstoff finde oder Nitrate. Achso. Das ist dann der letzte Container, den wir erstmal haben. Akku ist auch leer. Haben wir noch? Wo hat er den genommen? Akku-Pack verloren. Manchmal ist es komisch. Ist auch noch ein Alpha-Spiel. Können noch Fehler passieren. Sieht doch aus wie Eis. Eis gibt es wirklich wie Sand am Meer. Nachgucken. Nee, hast du wirklich bloß diese Grundeinstellung? Das Bohren kannst du gar nicht einzeln leiser machen. Mir persönlich ist das auch ein bisschen zu laut. Wenn zum Beispiel der Akku von meinem Helm jetzt noch leer wird, dann habe ich richtig die Arschkarte, weil ich dann auch die Radanzeige nicht mehr habe, wo mein Schiff ist. Hat man richtig den Arsch offen.
Das Schiff, okay. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwas finden. Das ist alles Eis. Das davon sieht grün aus. Dieses rote, das brauchen wir nicht wirklich. Da kommt dann dieses Ivan-Zeug raus. Da hinten schimmert was grün los. Das ist dann wieder Fake. Und jetzt spiegelt sich denn irgendwie. Ich glaube, die Brocken sind denn richtig grün. Der hatte jetzt keinen Stickstoff, soweit ich gesehen habe. Wir können ja da noch mal gucken. Das ist sieht doch alles aus wie Eis. Ist das, was ich eigentlich brauche, um Luft zu erzeugen. Sauerstoff kann man zwar auch gebrauchen für Jetpack und die Kanister nachfüllen, dass man hier so unterwegs sein kann. Aber für normale Luft braucht man halt Stickstoff. Und für diesen RCS-Treibstoff, was man immer hier so hört, das und so, da braucht man dann Nitrogen. Auch habe ich davon. Finde, das Nitrogen findet man noch auf ausrangierten Stationen und so. Das hat erstmal richtig. So. Dahin, das packen wir dahin. Gut. Füllen wir schon mal den Sauerstoff wieder auf, dass wir nicht verrecken, während wir fliegen. Multiple Objekt, sagt er. Werden bevor wir hier losfliegen, noch eine Scannung machen. Der Umgebung. Da haben wir ja noch Sachen, die wir sonst nicht haben. Okay.
Okay, Basisstation. War Warp zusagen, sagt er da, okay. Gut. Ich schon 10. Ich hab das wieder eingestellt und mein Marder verdient. Dadurch kann man denn so eine Sound-Sachen machen. Kannst dir nicht leisten. Okay. Wie habe ich denn? 5. Ja gut. Ich habe das auch extra so eingestellt, dass irgendwelche Bots hier nicht so viel kriegen. Gut. Ach so, jemand hatte mir in Discord geschrieben. Der Eggard. Beides, komm gleich dazu. Okay. 20.43 Uhr. Der andere da in der im anderen Cryopod. Der Eggard, der kommt gleich. Hab's geschafft, yeah. Tausend Kilometer, wo ist denn meine Station? Habe ich keine Energie mehr? Was ist das denn? Warum habe ich keine Energie mehr? Boah, keine Sonnen. Keine Sonne. Kann nämlich auch passieren, dass ich sozusagen gerade im Schatten von dem Planeten bin, dadurch keine Energie mehr erzeugt wird. Kann ich jetzt nicht wirklich was gegen tun. Ein bisschen Grundstrom braucht System auch, um fliegen zu können. Kann ich jetzt nur einen Moment warten.
Da ist der Burner. Der Mond. Ja, da ist der Planet. Da kommt die Sonne wieder raus. Gut. Kann man nichts machen, da kann man ja nur warten, bis man wieder Sonne hat. Ich schneide hier mal so rein. Moin. Ja, moin. Ich habe schon gesehen, du hast viele lustige Sachen gefunden. Ich habe, scheiß Werbungkacke hier. Das war die erste Station, wo ich hin bin. Den Geruch nimmst du gleich mal mit. Leider kaputt gegangen, zumindest das Lager, den ganzen, weil da konnte ich keine. Oh. Ich habe nicht gerade, der war echt gruselig. Da konnte ich halt keinen Nanit reinpacken. Und wie schlafen, als ich wieder aufgestanden bin, war das Ding zerdeppert. Komplett? Ja, wenn da keine Naniten drin sind, dann zerstört, dann geht das von alleine kaputt. Oder explodiert dann irgendwann. Und die Station hat da keinen Schaden von genommen oder was? Das T-Stück ein bisschen. Also im T-Stück hat die Airlock denn nochmal eigene Naniten oder was? Da ist doch noch ein Airlock dazwischen, ne? Nee, Airlock ist an der Lagereinheit mit dran. Na, da kann man nämlich Naniten reinstecken. Und das jetzt nicht nur fürs Airlock zählt? Ah, für die ganze Einheit. Na, da hast du ja denn was reingesteckt, ne? Das habe ich ja gesehen. Jetzt ja. Ich habe keinen Bock gehabt, das Ding nochmal durch die Gegend zu schleppen. Das ist scheiße schwer. Das saugt halt mir meine Tier-2-Warp-Zelle leer gesaugt. Gut, da war nicht mehr viel drin. 28%. Also bis auf 5% runtergegangen. Ui. Viel ärgerlicher war, in der Lagereinheit, die kaputt gegangen ist, waren 2200 Einheiten Eis. Und jede Menge anderen Zeugs noch. Na, Nitrate wäre schlimmer. War nicht viel drin. Aber ich habe irgendwo 600 Einheiten Nitrate gesehen. Und zwar in irgendeinem alten Aufwachmodul. Ich muss das nur wiederfinden. Ich war gerade bei so einem Asteroiden, aber habe auch wieder keine Nitrate gefunden, nur Eis. Kleiner Tipp. Was du ganz dringend machen solltest. Sammel allen möglichen Scheiß ein und wenn das nur die gebrauchten Naniten sind, am besten sind tatsächlich aber auch militäre Naniten, schredder den Scheiß und bau dir Kondensatoren und Feldgeneratoren. Damit du genug Strom in deinem Schiff hast. Ich glaube, ich kann das gar nicht bauen. Ja, dann komme ich gleich dazu, dann baue ich dir das. Ich habe halt keine Rohstoffe mehr. Ich habe jetzt erstmal alles komplett verbraten, was ich irgendwie da hatte. Oh, jetzt erstmal meinen an. Ach scheiße, kommt schon wieder ein Meteoritensturm. Los, weg hier. Ja, das ist nicht so schlimm. Solange du die Naniten da drin hast, passiert dir da nichts. Dafür sind die ja da. Und deswegen schiebe ich auch die Military Naniten immer unterwegs rein. Weil die haben nämlich eine höhere Dingens. Ich habe schon wieder einen Riss in der Scheibe. Von wegen tut meinem Schiff nichts. Ist doch noch bei 96%. Doch nix. Meine Schiffe gehen nie, wirklich nie
durch so einen Hagel kaputt. Ja, vorhin zum Beispiel, wo ich beim Asteroiden angekommen bin, da kam auch so ein Hagel und da hat er meine Solarpanels getroffen. Ach. Dann waren die Solarpanels außer Funktion, weil die kaputt waren. Aber ich habe ja ein Reparaturtool bei gehabt und konnte die dann reparieren. So, immer mitnehmen. Nun bin ich ohne Saft unterwegs liegen geblieben, weil ich im Schatten von dem Planeten war. Musste erst warten, bis die Sonne wieder rumkommt. Deswegen, bau dir deine Stromversorgung im Schiff. Kann ich nicht. Dann geh einsammeln, was nicht nied- und nagelfest ist. Ich kann dir das Ding bauen, ist kein Problem. Alles schon gelernt. Du weißt doch, wenn du farmen willst, musst du Meister sein. Sonst lohnt sich das nicht. Ja, ich war erstmal bei einem Asteroiden in der Hoffnung, dass ich halt Nitrogen finde, ne? Oder Wasser hier, den Stickstoff. Nitrate. Nitrate. Ja. Wie gesagt, du kannst das anders machen. Versuch, eine alte Station zu finden. Irgendwo musst du noch eine rumschwirren. Die musst du allerdings mitnehmen. Dann koppelst du kurz die Lagereinheit ab. Das andere Ding koppelst du an. Ziehst den Krempel rüber. Und dann tauscht dir die gekoppelten Sachen wieder zurück. Aber wichtig, du brauchst Strom. Sammeln erstmal alles ein, was hier nied- und nagelfest ist. Ich komme jetzt auch dazu. Schmeiße ich einen Stream an. 209 Meter, ich bin gerade zurück. Irgendwie verhindern, dass die Station nicht rotiert oder so? Eigentlich sollte die nicht rotieren. Rotiert die bei dir? Rotiert doch gar nicht. Das schien so. Wenn was rotiert, hilft nur eins, andocken. Nee, rotiert nicht. Reparaturtool natürlich da hinten hingelegt. So, Scheibe wieder ganz.
überlege gerade, wenn ich nur transferieren will, dann brauche ich gar nicht andocken. Das ist grundsätzlich richtig, ja. Spare ich mir die Zeit. Naja, kommt davon, wie schnell du beim Andocken bist. Ja, bloß so vor das Airlock fliegen geht schneller. Das ist auf jeden Fall immer schneller, das stimmt, ja. Du kannst auch hinten über die Lagereinheit rein, das weißt du, ne? Das Airlock geht sogar noch schneller auf. Übrigens, wenn du während des Fluges die Alt-Taste drückst, kannst du dich umschauen. Oh, passt schon. Gerade bei solchen Manövern ist es sehr vorteilhaft, wenn man mal nach rechts gucken kann. Beschissen geparkt, würde ich sagen. Doch, das geht noch. Linke Seite ist das Kontrollmodul. Kotzt mir halt bloß an, dass ich keine Nitrate zum Minern finde. Sind mit Sicherheit für irgendeinen Asteroiden, der nicht direkt sichtbar ist. Den muss man wahrscheinlich erst scannen. Vermute ich jetzt mal, ich weiß es nicht. Ich könnte es mir durchaus vorstellen. Ich habe da mal ein paar Not- und Ersatzanzüge reingepackt, ne? Jojo. Ich brauche die nicht so oft. Für dich ist das sinnvoll. Du hast ja da so einen Verschleiß, ne? Geringfügig, ja. Sind wir etwas durcheinander mit den ganzen Boxen? Ja, hey, konzentrier du dich mal auf dein Spiel. Ah, ich finde das gerade witzig. Wo ging mir das dann heute Morgen um 6 oder so, irgendwann um 7? Du hast auch schon ordentlich gesammelt, 600 Einheiten Eis. Oh, ich habe ja die ganzen Boxen hier mitgenommen gehabt. Die 150. So, die kannst du alle im Großen durchjagen. Das geht ratzfatz.
Die brauchst du nicht extra rüber schubsen, ne? Strohmann mache ich nicht weiter. Die Türen zugemacht. Warum nicht? Weil man da locker rein kann. Gerade wenn du dein Schiff ausladen willst, geht das darüber wesentlich schneller, als wenn du vorne durch deine Luftschleuse ganzen Sachen schleppst. 10.000 pro Sekunde Energiebedarf. Ja. Das schluckt richtig. Ja, aber du hast jetzt gerade mal eben 750 Einheiten Eis verbraten. Vorher hätte das viermal so lange gedauert. Den Wasserstoff, den lasse ich mal in dem großen Container hier, ne? Jojo. Da würde ich auch nichts drin lagern. Nur die Sachen, die wir für die Herstellung brauchen. Weil da ist nicht viel Platz drin. Jo. Und wie gesagt, mach nicht überall den Strom an. Wenn du wirklich mal was durch einen Schredder da jagen willst, dann hast du keinen Strom. Dauert halt Ewigkeiten. Lädt sich doch alles wieder auf. Ja, aber es dauert Ewigkeiten. Was meinst du, wenn da noch ein paar Module dazukommen? Na, dann kommen bestimmt doch irgendwann Solarzellen dazu. Denke mal, das ist eine der nächsten Sachen, die man dann zupackt. Neue Solarzellen. Ja, nützt aber alles nichts, wenn uns die ganzen Module die Kondensatoren leer saugen ständig. Tun sie ja nicht. Erzeugen ja immer noch mehr, als wir brauchen. Mein Schiff würde so und so nicht viel bringen. Ich habe ja so einen Katalysator gar nicht drin. Ja, deswegen sollst du den ja bauen. Kann ich nicht. Dann sammel zumindest die Teile dafür. Nie ohne leere Hände wiederkommen. So war das. Ja, ich habe ja eben 750 Eis gebracht. Schön. Ich dachte jetzt eher an Hardware-Teile. Das ist ein bisschen Kram, was da liegt.
steck dir doch so ein Ding gleich mal rein in dein Schiff. Ja, erst mal lernen. Da müssten noch 2 Stück liegen. Aber ja, lernen kann nicht verkehrt sein. 25,15, so teuer ist das gar nicht. Nee, das geht noch. Der Detonator rechts daneben ist viel teurer. Und die Eindämmungsfeldgeneratoren sind richtig teuer. Ich glaube, die kosten 50,50. Aber da muss ich kurz sagen, nur einbauen. Einen habe ich geschreddert und einen gebaut. Hast du die ganzen Schweißgeräte schon mal aufgeladen? Nö. Dann werden wir ein bisschen von dem Wasserstoff los. Was ist das hier für ein Hacking-Tool? Eine Einspritzdüse könnte man noch mal forschen. Die findest du doch überall, die brauchst du nicht erforschen. Ich glaube, die gehen auch gar nicht kaputt. Noch nicht. Also wenn man eins genug findet, zum Anfang, dann ist das... Ich habe keine Cola mehr. Einspritzdüsen und Servomotoren. Übrigens, die Kerneindämmungsfeldteile findest du meistens in den kaputten Reaktoren, die Katalysten oder Kondensatoren. Bei den Solarpanels, bei den kaputten. Falls du da mal unterwegs irgendwo drauf triffst oder so. Mhm. Ich werde mir mal 2 oder vielleicht sogar alle 3 von diesen Kanister für raffinerierte Ressourcen mitnehmen. Wenn ich dann wieder so ein großes Lager finde, wo dann Stickstoff drin ist, kann man schon mal 300 Stickstoff mitnehmen. Hm.
So. Werde ich mir noch so ein volles Repair-Tool mitnehmen. Meins ist doch schon ein bisschen angekratzt. Gut, hat der immer noch so eine Fehlermeldung anzeigt, wenn die Tür Außentür öffnen willst und Druck ist noch drauf, ne? Ja, auf jeden Fall. Sonst hätte ich jetzt gerade schon wieder Luft gewendet. Ja, mal gucken, wo ich jetzt hinfliege, wo wir noch was finden. Denk mal, so eine Abadonet Refinery oder sowas, das ist bestimmt nicht schlecht.
4 Minuten Flugzeit, da hole ich mir doch glatt nochmal Schokomilch. Kurz AFK. Knister, knister. Alles wieder voll Ausschlag. Kurz muten. So. So, dann komme ich mal dazu. Wozu? Station bauen. Kannst ja die Nitrate sammeln. Ich würde ja auch gern überall Luft haben, aber siehst ja. Bei mir ist noch keine Luft drin. Ja, hätten wir jetzt Stickstoff, dann wäre das ja kein Thema, ne? Aber wir haben keinen Stickstoff. Ja. Deswegen ist mir das für mein Schiff jetzt auch nicht so wichtig. Hauptsache die Station hat erstmal überall Luft. Ja, die habe ich auch extra wieder gelüftet. Verdammt, jetzt habe ich der Testloot verpasst. Wurde das gerade angezeigt? Eigentlich müsste. Ach, da kommt es. So, dann wollen wir mal Strom anmachen. Zack. Funktioniert, okay. So, siehst du, meine Maschine angemacht. Gesamtstrom auf minus 28. Das heißt, wir verbrauchen schon mehr, als wir produzieren. Also vorhin war plus. Ja, natürlich, weil mein Schiff ordentlich produziert. Ja, dann mach ein paar Sachen aus, das wenn plus, du abdeckst, abdockst. Das war plus 100. Wenn ich jetzt abdocke, fehlen uns 500. Ja, dann sollten wir über mehr Solarzellen nachdenken. Ja, und vor allen Dingen nicht mal den Strom anlassen. Wenn ich mein Schiff jetzt wegnehme, fehlen 500. Das heißt, wir haben Station liefert 506. Mehr dürfen wir nicht verbrauchen. So. Alles so Dinge, die man nebenbei noch achten sollte. Und mein etwas noch 3 Stunden.
Weißt du, was noch ein cooles Feature wäre, wenn du jetzt hier im Radar hier zum Beispiel hier meine Abadone-Raffinerie, wenn ich die angewählt habe, dann müsste man schon irgendwie deren Bewegung aufnehmen können. Das wäre schon cool. Weil momentan... Deren Bewegung aufnehmen. Naja, momentan ändert sich das ständig. Also ich fliege da drauf zu und trotzdem ändert sich das. Ich bin mal rechts, mal links, muss ich korrigieren und dann wieder oben und dann ändert sich der Wert wieder, während ich fliege, weißt du? Also in der Regel funktioniert das. Wenn ich einen Punkt auswähle, springe dahin, komme ich in der Regel gut raus, ohne dass ich noch zig Kilometer fliegen muss. Ja, ich habe jetzt noch 80 Ausnahmen. Kilometer. Kilometer ist schon ganz ordentlich, ja. Kommt ab und zu mal vor. Meistens dann, wenn ich nicht mit der Wurzel, sondern nur mit dem... Aber ich denke, das ist ein Bug. Das muss ja, aber irgendwie ein Bug sein, dass man da so weit kann rauskommt. Kann auch gewollt sein. Bist du mit der Wurzel gesprungen oder mit Strom nur? Mit Strom. Das heißt, du bist über 7 Minuten lang gesprungen, ja? Ja, aber letzten Endes berechnet doch der Schiffscomputer den Kurs. Wie du immer sagst. Der ist doch dumm. Haben wir doch schon festgestellt. Also, nein, andersrum. Ich bin der Meinung, wenn du mit der Warpzelle springst, springst du kürzer und genauer. Oh, ich muss jetzt mal gucken, wie viel Saft ich hier noch drauf habe. Da ist noch. Wieso bei Asteroiden funktioniert es ja? 23. Hier ist noch... Ups, die ist leer. Heißt, die kann man nachher wieder einschreddern. Und solange wir nicht total im Überfluss leben, sehe ich so eine Warpzelle immer als Backup, wenn ich keinen Strom mehr habe oder so. Wenn du keinen Strom mehr hast, kannst du eh nichts machen. Ja, aber nicht genug Strom. Und wenn du dennoch in so einem Meteoritenschauer gerätst, dann möchte man am liebsten gleich wegspringen. Dafür ist denn so eine Warpzelle nicht schlecht. Wenn der Strom noch dafür reicht. Und 60 km/h hast ja schneller als 100. Also wenn dann wirklich ein roter Mann ist und du bist mitten in so einem Sturm, lieber gleich weiterspringen. Soll ich uns mal so ein Solarsegel holen? Kannst du machen. Ich bin hier gerade bei so einer verlassenen Raffinerie, probiere ich. So, 5 Minuten ohne Warpzelle. Zwei Minuten mit Warpzelle. Und ab die Post. In so einer verlassenen Raffinerie wird ja hoffentlich was drin sein. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Wunde dich nicht, die meisten trudeln ein bisschen. Heißt, da ist das Andocken nicht ganz einfach. Ja, vielleicht werde ich das dann mit dem Docken auch sein lassen. Und so per Anzug versuchen, da reinzukommen. Und
Ja, dann kriegst du den Krempel aber teilweise nicht raus. Also gucken würde ich erstmal ohne andocken, das ist schon richtig. Batterie. So habe ich hier nur eine Batterie. Blöd. Im Ladegerät sind welche. Ey, ich bin schon unterwegs. Dann nützt mir das nichts. Da liegt noch eine. 1, 2, 3 Batterien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Container. Okay. Zu viel Container mitgenommen. Rausgekommen sind. Erster Linie falsch. Da will ich hin. Boah, Kollisionswarnung. Wo gibt's Solarteile? Da, wo ich jetzt hin will. Scheiß Ding ist echt dran vorbeigesprungen, ne? Gucken wir mal, was wir da Feines finden. Aware? Vorbeigesegelt. Geringfügig. Wieso habe ich in meinem Helm eigentlich keine Anzeige hier? Oh, keine Batterie drin. Erklärt so einiges. Macht Sinn. Guck mal,
mein Hochschweißtool mitgenommen. Anzug nehmen wir auch noch mit. Und noch ein Schweißtool. Schon wieder ein Haufen Bohrer gefunden. Nimm mit. Kann man schreddern. Das heißt, ein Reserveplatz müsste noch frei sein, den sollten wir noch voll machen. So, koppeln wir erstmal ab hier. Ey, halt still. So geht nicht. Hände voll. Na, bleibt er drin. Kein Platz zum Ablegen, er ist zum Kotzen. Richtig nervig, wenn du irgendwas in der Hand hast, du kannst es nirgendwo hinlegen. Ohne dass es eventuell weghüpft. Nitrate, hey! Teile hier drin, mal mitnehmen kann. Ordentlich. Ziehen Sie jetzt an diesem Hebel.
So, ich habe jetzt zwei Solarmodule. Kriegen wir die denn noch angedockt? Bitte? Kriegen wir die denn noch angedockt? Ja klar, einfach zwischenschieben. Wir brauchen da halt nur Luft für. Wieso? Na, ich sammle gerade hier Regolith und so was. Du hast jetzt nicht gerade wirklich gefragt, wieso wir Luft brauchen. Wenn wir da durchlaufen, dann brauchen wir das, ja. Genau. Wenn die zwei Solarmodule zwischen Airlock und Station gebaut werden oder irgendwo anders, dann muss da Luft rein. So. Kann ich denn noch springen? Aber eigentlich noch gehen. Und die Frage, wohin? Da, Station. Okay, die Bohrzelle ist leer. Da ist doch noch eine. Sag, wenn du irgendwo Bohrzellen rumliegen siehst, mitbringen. Dinger saugen sich schneller leer, als man gucken kann, wenn man irgendwas transportiert. Ja, jene habe ich mit 28,2 von 100. Ja, bloß nicht wegschmeißen. Alles, was über 10 ist, kann man noch benutzen. Mal den Radarmodus umschalten. Ach, da ist mein Schiff. Okay, gut. Ach, da bist du gerade. Du da bist. Was ist denn das hier eigentlich? Schiff. So eine verlassene Raffinerie, ne? Ich sammle gerade was. Dauert bloß einen Moment, bis ich das alles habe. Ich habe Regolith, ich habe Stickstoff.
gesagt, im Zweifelsfall nimm doch das ganze Ding einfach mit. Da hast du bestimmt noch ein T-Stück dran, oder? Glaub nicht. Warte mal kurz. Ich lade eben aus. Da wirst du blöde, weil wenn du alles in diesen kleinen Kanistern hin und her transportierst. Ich hab doch die blauen mitgenommen. Ja. Und ich hab schon alles. Ja, wie lange hast du jetzt gesammelt? Eine zweite Lagereinheit kann auch nicht verkehrt sein. Irgendwann werden wir genug Zeug haben, was wir irgendwo hinpacken müssen. Weiß nicht, guck mal kurz auf den Stream. Habe ich das kleine Ding damit? Das kann geplant. Das nimmst du aber auf jeden Fall mit. Welches Ding? Die kleine Lagereinheit. Siehst du die nicht? Die hinten angestöpselt ist. Das Ding da rechts hier? Ja. Das ist eine Lagereinheit. Das ist eine Lagereinheit. Da passen 500 Einheiten rein. Aber das ist doch so ein Dead End. Da müssen wir dann wieder so ein. Was? Nein, das wird an die vorhandene Lagereinheit angeflanscht. Siehst du doch. Okay. Na gut, dann muss ich mal gucken. Die abdocken oder was? Passen viel. Ja, kannst du vom Ding selber abdocken. Von außen. Da kannst du 4 Stück von anflanschen und hast dann 2000 Einheiten mehr, die du drin lagern kannst. Ich schweiß das Ding erstmal wieder heil. Und oder das T-Stück mitnehmen. Auf jeden Fall. Ich glaube, da ist kein T-Stück. Ich habe eins gesehen. Glaube ich. So, ich wollte erst noch meine Helmbatterie aufladen, damit ich hier mal was sehe. Nee? Da ist die Batterie. Wieso ist die leer? What the fuck? Ansonsten komme ich eben vorbei, dann nehme ich den Krempel mit. Aber du musst ja eh zurück, ne? Ja, ich kann noch ein paar Sachen mitnehmen. Weil wenn du sagst, du hast ein T-Stück gesehen, dann komm ruhig vorbei, also. Muss das ja das hier sein. Du wirst doch wohl wissen, wie ein T-Stück aussieht. Was war das denn hier am Docking Port B? Da habe ich bloß so einen Hebel. Ein Verschlussstück, damit da keiner reinkommt von außen. Okay. Brauchen wir das? Da ist erstmal dran. Okay. Den kann man nicht zufällig von außen Dingen lüften. Dann docke ich hier schon mal den kaputten Scheiß ab. Ja. Kleiner Tipp, erst da den Hebel ziehen, bei dem Teil, was abdocken willst. Und vorher gucken, ob da irgendwas drin steckt. Guck mal von außen, ob da irgendwelche Platten kaputt sind, die du mitnehmen kannst. Platten? Ja, guck mal dich von außen ein bisschen um. Da, wo es blau britzelt, da musst du meistens mal gucken. Von außen natürlich, ja. Oben drauf oder rechts an den Seiten. Oder da, wo es gelb durchscheint. Sieht aus wie so kleine Solarplatten. Dreieckig sind die meist. Hast du bestimmt schon mal gesehen.
Shattered Plating? Ja, klar. Mitnehmen, auf jeden Fall. Da kriegst du hervorragend Kunststoff draus. Da bin ich immer bisher vorbeigeflogen dran. Dachte ich mir, siehst du, da ist noch eins. Bei allen möglichen Scheiß mitnehmen. Das können wir alles schreddern. Ich glaube, hier steckt nichts mehr drin. Aber da steckt auch nicht immer was drin, ne? Hier war es jetzt viel. Da kommst du denn her, dann nimmst du das T-Stück und ich das Lager oder andersrum? Ich glaube, zwei Sachen kann ich hier nicht mitnehmen, ne? Doch, du kannst drei Sachen mitnehmen. Du kannst das Lager mitnehmen, das T-Stück und hinten die Dingens noch. Du brauchst eine halbwegs volle Warpzelle, sonst funktioniert es allerdings nicht. Moment, du hast den. Hast du den Zellendetonator-Gedönse? Nee, ne? Doch. Das ist noch mein allererstes Schiff. Kannst du das mitnehmen. So, T-Stück habe ich nämlich auch schon ein bisschen repariert. War irgendwie auch ein bisschen kaputt hier drin. Ja, reparieren würde ich erst dann noch ein... Moin, das ist Friesenoper. Wenn du es da hast. Nicht, dass unterwegs noch irgendwas passiert oder so und dann hast du... Ja, bloß dann explodiert es dir nachher unterwegs. Solange da noch die Dingens drinstecken, eigentlich nicht. Die degenerieren ja nicht von selber. Erst wenn die Naniten kaputt sind oder alle sind, dann zerfallen die Teile. Ich sammle denn schon mal die Sachen hier raus. Das große Ding, das werden wir ja nicht brauchen. Bring mit. Flansch mal mit an, kein Problem. Du kannst nicht genügend Lagereinheiten haben. Weil den kostet doch nichts. Dann zeige ich dir auch, wofür man den Dingens gut gebrauchen kann. In diesen Abflussäumel. Dann probiere ich mal, das mitzunehmen. Nein, das ist kein neuer Rekord. Deine Lebenszeit jetzt oder was? Ja, wie lange ich schon überlebt habe quasi. Ja, also seitdem er online ist, hat er noch kein Schiff verloren. Also ich muss mal sagen, Props, ne? Ja, mach mich mal fertig, ich kann es gebrauchen. Nein, mit fortgeschrittener Stunde werde ich halt ungeduldiger und unkonzentrierter.
Oder ich gehe halt mal auf Toilette mit einem Sprung und wenn du wiederkommst, ist das Ding geplatzt. Aus Gründen, die mir unverständlich sind. So, wie sieht das mit meinem Sauerstoff aus? Gut, sieht noch gut aus. Kann ich nochmal eine Ladung reinpumpen? Ich denn noch was hätte. Das ist leer. Ja, aus Friesenoper, wo du recht hast, hast du recht. Aber in der Regel, wenn man meinen Namen triggert, sehe ich das. Weil das Chat-Tool das dann in Rot darstellt. Just saying. Außerdem, wenn du hier 3 Stunden sitzt und im Chat tut sich nichts, dann verliert man auch mal den Fokus. Kann passieren. Wenn sich hier bei mir im Bild gerade nichts tut, dann liegt das daran, dass ich dem Shiny Force beim Andocken zu gucke. Ja, schaut zu und lernt. Wie Palim. Wer schreibt mir hier? Das ist auch egal, wo ich andocke. Ich kann trotzdem alles mitziehen, ne? Und da muss ich massetechnisch in der Mitte andocken. Eckhardt? Ich bin noch da, ja. Ich frag gerade, muss ich massetechnisch in der Mitte andocken oder kann ich ja so außen andocken, wie ich gerade versuche? Egal. Okay. Am schlauesten setzt du dich hinten auf die Lagereinheit. Ist das hier IC Ancor oder was? Nee. So. CBM. Nee. EB, nee. Also das T-Stück heißt CTM. Na guck doch mal, das ist doch die Lagereinheit, wo ich gerade andocke. Das kleine hier. Ich kann nicht stellen. Der Wurmfortsatz hier. Hast doch hier Monitore, habe ich gehört. Ja. Da steht. Ich habe nur 2 laufen. Nein, beim CTM musst du. Quatsch, CBM musst du dann, sag ich doch. Du siehst doch, was da leuchtet. Ja. Und ich bin gerade bei diesem. Nee. Ja, wie gesagt, mach oben an dem. CBM. Zum Schlausen. Dann guckst du halt vorne raus, nämlich. Huch. Weg oder nicht? Der ist immer noch beim Andocken. Nee, danke Opa, ich habe Cola hier. Das ist völlig ausreichend.
Der Anidokt. Scheiße, jetzt nochmal auf der Deckel runtergefallen. Oh, wie ich das hasse. Muss erstmal gucken, ob die Warpzelle, die ich gefunden habe, oder die Warpzelle, die ich drinne habe, mehr Strom hat. Die Jena hat 39 von 100, ob das reicht? Was, wie viel? 39 von 100. Ja, locker. Das ist eine Warpzelle Stufe 1. Ja, nimm erstmal die, wo am wenigsten drin ist, und guck, ob es reicht. Also jetzt habe ich hier so eine Anzeige 4 Docket Vessels. Dann schalt mal bitte bei deiner Warpzelle, drück mal auf die 1 drauf. So, dann setzt die Zeit noch ein bisschen runter. Und 4 Minuten, geh mal auf 3. Okay, dann reicht's nicht, so wie es aussieht, wenn du da nichts grün kriegst. Tjo, dann steck ich die andere rein. Dann nimmst du die andere. Mit ein bisschen Glück hätte die gerade so eben gereicht. Dann wäre da noch so 5% drin gewesen oder so. Und dann kann man die auch bedenkenlos schreddern. Nee, reichte leider nicht. Weil ist nämlich blöd, wenn du eine nimmst und du hast dann noch so 15 Einheiten oder 10 Einheiten über. Das ist immer Verschwendung, finde ich. Bist du? Da geht's. So, und ich mache mich auch auf den Weg. Wo muss ich denn überhaupt hin? Da oben. Also hierher brauchst du nicht mehr, ne? Ne, ich flieg nach Hause quasi. Brauch 2 Minuten 30. Nitrate hast du mit, ne? Gut, weil die brauchen wir als erstes, um Luft zu erzeugen, für das Kehlstück, was wir gleich dazwischen flanschen. Ja, ich werde auch erstmal auf eine gewisse Entfernung anhalten vor der Station und dann nochmal per EVA runter nochmal Nitro, also RCS-Fuel in die Module reinpacken. Ich habe das ja alles gelootet. Aber sonst kann man die Dinger ja gar nicht bewegen. Doch, natürlich, mit dem Raumschiff. Flieg hin, bleib stehen, ich komme rüber und zeig dir, wie das geht. Ja, okay, dann nehme ich die Kanister und fliege schon mal zur Station, das Luft erzeugen und du kannst dann mein Schiff nehmen und die Module andocken. Nee, du musst draußen bleiben. Du musst mich einweisen. Und die das angucken, wie das geht, damit du das nächste Mal selber machen kannst. Und dann hoffe ich, dass wir genügend Material zum Schreddern haben, dass du deine
deinen Energiehaushalt da mal ordentlich aufstocken kannst. Energiehaushalt? Ja. Ich habe so einen Katalysator drin, oder was das heißt. Ja, aber der Containment Field Generator, dieses Kerneindämmungsfeld-Gedöns brauchst du. Ach so, ja. Da kannst du eben mal von 200 Einheiten Strom 500 Einheiten Strom machen. Dann bist du nicht ganz so sehr auf die Sonne angewiesen. Zehn Sekunden. Ich hab noch 20. Passt, ja. So, 242 Meter. Deckung, ich komme. Ups, du springst nicht in mich rein. Schauen wir mal. 416 Meter. Weit von entfernt. Ich mache auch jetzt extra langsam, damit du darüber eiern kannst. Aber es ist gutes Timing. Ne? Na, ich fliege erstmal auf 200 Meter ran oder so. So, jetzt wollen wir mal gucken. Okay, ich bin hier genau am falschen Ende. Hier muss ich gleich mit deinem Schiff hin. Ich sehe dich gar nicht. Echt nicht? Also wenn ich auf dich zufliege... Unterhalb der Lageinheit. Wenn ich dich irgendwie auf dich zufliege, musst du schreien, ne? Weil ich sehe dich gar nicht. Bleib da einfach stehen, wo du gerade stehst. Du stehst da gut. Ich kann Geschwindigkeit nicht anpassen machen. Warum? Weil du zu schnell bist? Nope. 0,4 Meter pro Sekunde. Ja, aus Frisopa, da hast du recht. Könnte am Piloten liegen. Wo ist denn jetzt hin? Eben hab ich dir doch noch gesehen. Jetzt hatte ich die Option bei 129 Meter. Ja, du musst auf ungefähr 100 Meter musst du schon ran. Nee, meistens geht er bei 200 Meter schon. So, wollen wir mal gucken, was du da alles mit hast. Da hinten bist du, Gott. Weit weg. Du kannst gleich noch drin sitzen bleiben. Wieso? Nehme ich dich die letzten paar Meter da mit. So, du musst mich so oder so einweisen. Wo ist die scheiß Tür? Ah ne, du bist auf der anderen Seite. Ist da hinten angedockt, sagst du. Wo ist er denn? Da spielt er Verstecken. Ich würde sonst schon mal die Luft anschmeißen, dass die sich erzeugen kann. Geht schnell. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo das Ding ist. Weil das sieht nämlich so aus, als wenn du... Ja, du hast unten angedockt. Ah, oh, das ist blöd. Dann müssen wir mal kurz umparken. Jetzt hier oben und unten. Klopf, klopf. Texten du. Hinter dir. Charlie? Ne, da ist keiner. Ja, die Sync, Alpha. Bei mir sitzt du nicht mal, stehst du im Sitz. Ich
So, einmal auf die Seite. Einmal gedreht das Ganze. CBM, da ist er. Hallo? Für CBM. Nehmen wir den. Hey. Aber mein Schiff siehst du draußen, ne? Also auf dem Radar war es nicht, deswegen sagte ich ja. Sag Bescheid. Auf dem Radar war es nicht, deswegen sagte ich ja, sag Bescheid, wenn ich irgendwie auf dich zufliege. Nee, ich rede nicht vom Radar. Mein visuell. Wenn es nicht auf dem Radar ist, dann habe ich es auch visuell nicht. Das eine muss nicht zwingend was mit dem anderen zu tun haben. Perfekt angedockt. So. Also wenn du vorne aus der Fensterscheibe rausguckst, müsstest du mein Schiff sehen. Negativ. Außerdem Schiff sieht... negativ, außer dein Schiff sieht aus wie die Luftschleuse. Nee. Kannst ja gerne mal auf meinen Stream gucken und mir sagen, wo dein Schiff denn ist. Mach mal kurz Relog. Ich hab die Nase direkt drauf. Es ist direkt vor uns. 100 Meter entfernt. Nope. Ist gar nicht zu übersehen. Strahlt es sogar mit den Lampen an. Nope. Schauen wir mal. Ja, da müssen sie vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten. Jetzt sieht. Ich sage ja, ist nicht zu übersehen, ne? Was hast du da unten dran? Ne? Zwei Solarmodule. Ach so. An welchen Dockingport möchtest du ran? Ich sehe vier von hier. Machen. Oder müssen wir da noch was abtrennen? Vorher? Nicht zwingend. Das T-Stück können wir auch später noch irgendwo zwischen planschen. Ich glaube hier an dem... Ach nee. An dem Lager ist ein Airlock dran. Hm. Das Friso, wir brauchen hier keine Tarnvorrichtung. Das Spiel tarnt hier automatisch. Teilweise. Lass uns wegwarpen und wieder hinkommen. Bei der Langeinheit sind beide Tore auf, ne? Ja. Gut. Glaube ich schon. Wenn du die aufgemacht hast, also ich hatte sie zugemacht zu Anfang.
So. Räumliches Vorstellungsvermögen. Unter uns hängt die Lagereinheit mit Airlock in Blickrichtung, wo ein T-Stück dran hängt. Summa summarum, wenn ich mich jetzt 90 Grad rechts drehe, müsste die Lagereinheit genauso ausgerichtet sein wie die, die vor uns ist. Soweit zumindest die Theorie. So, das waren ungefähr 90 Grad. Jetzt müsste ich nur wissen, was A und was B ist. Okay. A ist die rechte Seite, B ist die linke Seite. Das heißt, wir wollen da dran. Wir haben auch noch so einen Dummy-Korken auf dem ENT-Stück, ne? Ja, das macht nichts. Nicht, dass du genau die Seite versuchst anzudocken. D. guck mal auf meinen Stream kurz, weil du es noch nicht hast. Nee. Ja. Und du? Linke Seite, was habe ich ausgewählt? Kannst du mir auch vorlesen, das ist zu klein für mich. CBM Cargo Docking Port B. Rechte Seite, CBM Cargo Port Docking, Cargo Docking Port A. Das heißt, bei dem Teil, was wir vor uns sehen, das ist das rechte Tor und das Teil, was unten dran hängt, ist das linke Tor. Die kann man nicht aneinander planschen. Müsste es doch normalerweise so eine Hervorhebung haben, oder nicht? Ja, da aber nicht. Deswegen ist hier echt besser, wenn die Tore auf sind. Okay. Und die anderen beiden Tore sind auch auf. Ja. Sollten zumindest. Damit man halt reinkommt. Weil wenn die Tore zu sind, kommst du nicht rein. Soll ich dann noch von draußen irgendwie gucken, oder? Du müsstest von draußen gleich mal gucken, ob wir parallel sind, weil diese Anzeige hier fehlt zum Einweisen. Das geht das hier nicht wirklich. Man muss hier irgendwie ein bisschen nach Gefühl arbeiten. Na, sagst du Bescheid, wenn ich raus soll, ne? Du kannst jetzt schon rausgehen. Ich mach ein bisschen langsamer hier. Scheiße, die Sonne kommt genau im falschen Winkel hier an. Solltest nur nicht zwischen den beiden Modulen sein. Sieht aber gut aus. Okay. Wenn du noch ein Fenster hast, kannst du auf meinen Stream mal gucken. Sieht gut aus. Von der Höhe her passt auch, sagst du, ja? Also ich habe jetzt kein Bandmaß hier. Warum nicht? Nicht passen. Langsam, aber sicher nähern wir uns der Karambolage. Mach mal, sieht bisher ganz gut aus. Und da soll noch mal einer sagen, ich wäre hektisch und ungeduldig. Könnte es ein klein bisschen nach unten? Unten kriegen wir hin. Und da ist schon dran gedockt. So. Somit hätten wir das Teil zumindest erstmal dran, ohne dass es irgendwie stört.
Und jetzt kommst du auch an deine Vorräte dran, die da überall drin sind. Aha. Und die habe ich ja alle schon in Kanister eingepackt. Falscher Weg. Da kommst du nicht weit. Du musst durch das andere Modul laufen. Jetzt können wir den ganzen Scheiß rüberschleppen und schreddern erstmal. Sachen mache ich hier leer. Da sind nur Batterien drin. Ja, deine Solarmodule könntest doch jetzt an dem anderen Strang, da wo ich gerade durch bin, angedocken. Zum Beispiel, ja, wenn es passt. So als Friesenoper, ne? Aber hat einer mein Schiff gesehen? weil das ist deins. Mein Schiff ist weg. Ach da. Vielleicht sollte man einfach mal neben sich gucken. Da müsstest du aber nochmal gucken, ob das passt. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Und wieder gegen die Sonne. Müsste ich von da aus. Eine komische Station habe ich ja noch nie gebaut. Die ist dann wirklich wild zusammengewürfelt. Müssen wir da noch nicht mal Luft reinmachen von Anfang an. Ist ja praktisch.
Oh, guck mal, da stecken so schon drei Katalysten drin. Ist ja praktisch. Nimmt der Idiot den Feuerlöscher in die Hand. So, eigentlich müssten die Solarmodule jetzt Strom produzieren. Ja, gucke ich gleich mal. Drinnen ist noch kaputt. Bräuchte dann auch mal erstmal Strom in den Solarmodulen, damit ich sehen kann, wohin noch was kaputt ist. Ich gucke kurz Discord. Nee. Nicht, dass ich wüsste.
Aber lass mich vorsichtshalber gucken. Nicht, dass ich da Blödsinn erzähle. Nö, nö, hab ich nicht. Irgendwas noch kaputt. Leuchtet doch hier wie ein Tannenbaum. Soll ich irgendwo Strom einschalten? Bitte die beiden Solarpanels mal Strom drauf, ja. Okay, uno momento. Die müssten als SPM gekennzeichnet sein. Scheiße, erstmal reparieren hier. SPM hat laut Konsole Strom. Strom. Müssten zwei Module sein, ne? Okay, ja. Okay, Strom drauf. Jo, das Ding ist heile. Und hier ist kein. Und das Ding ist auch heile. Alles klar. Der Bulkhead habe ich ausgeschalten. Ein Strom. Das, ja, das ist dieses kleine Verstopfermodul da. Aber bei dem einen fehlt noch ein Katalysator. Ja, wir müssen noch einen irgendwo rumliegen haben. Den habe ich doch ein Schiff gebaut, oder? Haben wir noch einen? Ey, da lagen zwei oder drei Stück rum. Komm mal rüber geplätzt. Bin ich verlaufen. Da. Ach, in dem anderen sind auch noch, fehlen nur noch drei Stück. Also insgesamt vier fehlen. Ja, finden wir schon irgendwo. Müssen wir halt bauen. Oder was? Tatsächlich. Scheiß. Das ist ja blöd. Das ist ja richtig blöd. Kann ja auch sein, dass die Lampe am Einzuräumen gebracht ist. Kann ja auch sein, dass die Lampe weiterleuchtet, während ich den Helm am Gürtel habe. Kuckuck. Dann gibt es aber nichts zum Bohren, ne? Ja, dann würde ich schreddern. Stimmt, dann wär's ein Anzuglicht. Ja, dann mach mal den Fabrikator wieder an. Jo. Wie viel Strom haben wir denn jetzt überhaupt? 2,7K. Brauchen tun wir zurzeit 700. Dafür
Field. Containment Field Generator. Okay. Verdachtigenberater drin. Hast du den so schon gelernt, ja, ne? Muss ich gleich mal gucken. Also wenn ja, dann nehmen wir einen raus. Das ist jetzt nicht so schlimm, wenn da einer fehlt. So, jetzt checke ich mal. Wie heißt der Containment Feldgenerator oder was? Ja. Nee, kann ich noch nicht. Wo ist denn so ein Teil? Da steckt überall nur einer drin, ey. Das ist doch zum Kotzen. Hier im Ding ist es auch einer. Hier, der hier. Das sind so große, viereckig braun-rote Platten. Oh. Das hier? Ja. Ja, habe ich genommen. Ja, aber das ist das Problem. Wenn man genug Material hat, kann man auch zwei bauen. Das Problem ist, die sind bautechnisch sehr teuer an Material. Ich glaube, jeweils 50 Einheiten braucht man davon. 15, 25. 25 von diesen Carbon Fibers. Das ist halt relativ selten. Da haben wir nicht so viel. Und wir haben hier wesentlich mehr. Alter, was hast denn du geschreddert, dass wir so viel Carbon auf einmal haben? Zwei Bucher. Ja, es muss mehr gewesen sein. Hallo, Sakara. Keine Ahnung. Soll ich mal so ein Ding bauen? Was bringst du, aber das hätte ich schon längst gemacht, wenn das gehen würde. Dann hätte ich einen Schweißbrenner genommen und das Ding in kleine Teile zerlegt. So, hast du jetzt gelernt, ja? Ja. Ja, dann bau mal zwei Stück. Oder drei. Einen packen wir vorne wieder rein und zwei nimmst du mit in dein Schiff. Na, wir Solarmodule müssen nicht zwingend bestückt sein. Okay. Das geht doch erstmal ohne. Einen Katalyst hast du drin in deinem Schiff, ne? Mhm. Bleib gleich an der Konsole, ich nehm's dir raus. Und den nächsten. Lege ich dir hier ins Regal. Wo ist er denn? Ja. Kann ja noch ein bisschen schreddern. Diese kaputten Solarplatten hast du jetzt gesehen, ne? Jo, die habe ich schon geschreddert. So ein Ding hier auf dem Boden. Ja, habe ich schon gesehen. Habe ich schon geschreddert. Ohne Ende Carbon drin. Sollte zumindest. Ja, da sind 40 Einheiten von diesem Carbon-Scheiß drin. Ja, deswegen, die Dinger habe ich schon geschreddert, deswegen hatten wir so viel. Die Wurfzelle kann auch weg, die ist auch leer.
Hä? Wie? Aber mit und ohne Strom. Verstehe ich nicht. Bitte stellen Sie die Frage erneut in einem anderen Kontext. Ach so, du meinst, ob die Hülle geschützt ist, ob ich den Strom an- oder ausmache. Sollte egal sein. Sollte unabhängig vom Strom sein, ja. So, siehst du, jetzt haben wir das Carbon, was wir eben verbraten haben, schon wieder drin. Von einem so einem Teil. Krass. Weißt du noch, wo du die Silikate und Alloys her hast? Ach, gute Frage. Irgend so ein exotisches Teil habe ich mal. Das wäre jetzt echt interessant zu wissen. Weiß ich nicht. So, ich habe irgendwo noch einen Bohrer gesehen, den kann man da noch als Reserve reinpacken. Wo baue ich die Dinger denn ran? Bohrspitzen gefunden? Nee. Alle. Von außen kommen die aber nicht ran, ne? Ja. Na, die ich gerade gebaut habe, die Dinger. Wo willst du? Die kommen links vom Power-Modul in deinem Schiff. Also da, wo das Panel ist, direkt links davon sind 3 Stück untereinander. Okay. Habe ich jetzt einen Helm auf? Ja. Licht? Danke. Oh. Ist ja alles weg. Da ist noch ein Schweißgerät. So, das ist ja das Ding, was ich hier leer geräumt habe. Oh, hier drüben. Und hier ist noch was. Okay, das kann man mal rüberschleppen. Kann Helfer da. Ist blöd. Oh, Prügelstange. Nichts mehr drin. Da auch nicht. Motor steckt drin. Eigentlich schade, dass man diese riesige Halle so wenig Items nur reinladen kann. Wir haben jetzt ein bisschen Luft, aber ich weiß nicht, ob das für ein Schiff reicht. Ja, guck doch, was du für ein Schiff brauchst. Das steht doch an der Dingens dran. Verdammt. Mal den auf. Kann man doch auch hier. Ja. Und hat das wieder interessante Survivor? Der Schredder muss ganz schön arbeiten, dass der nicht kaputt geht, wundert mich. Überleg mal, der würde sich noch abnutzen. Aha. Ich habe noch mal 2 Bohrer gefunden. Bei mir im Schiff. Huch, Alter, hast du mich jetzt gerade erschrocken. Ja, du machst ja überall Licht aus, denn muss man sich ja erschrecken, ne? Ja, ich habe eigentlich keine Angst. Und meistens bin ich allein. Verdammt, schon wieder in den Schredder reingelaufen.
Hallo, Tür auf. Hast du Dinges gefunden, wo du ablesen kannst? Ich muss mich erstmal heilen. Hast du schon wieder deinen Finger in den Kreislauf gesteckt? Ja. Geh doch da nicht so dicht dran. Kostet ja bloß hier. Was waren das? Fünf. Vorne sind 4 Medpacks gegenüber dem Cargo-Modul, ne? Also Panel. In den Erste-Hilfe-Kasten habe ich 4 Medpacks reingepackt. Ach so, na gut. So als Reserve, falls man mal dringt. Es hätte das Ding auch bauen können. Oh. Ja, wozu? Wenn wir noch ewig viel davon haben? Ja, weil vorne doch für Notfälle. Deswegen ist das ein Erste-Hilfe-Kasten. Eigentlich. Naja, ist doch gerade ein Notfall. Ich verstehe. Kommt drauf an, wie du Notfall immer definierst, ne? Notfall ist kurz vorm Verrecken. Ja, war ich eben. Ich hatte schon schwarz-weiß. Ach, naja, dann okay. Dann wärst du hier hinten aber schneller gewesen. Im First Aid Kit nicht, aber irgendwo anders. Friesenoper. I will show you. Achso, ich werde mal so einen zivilen Nanit-Core bauen, ne? Für unsere frisch erwirtschaftete Lagersektion da. Ja, zumindest die Lagersektion auf jeden Fall, ja. Also wir haben hier zumindest schon mal Munition. Jetzt muss ich nur noch den finden, der die Waffen geklaut hat. Hier? Nee. Da? Nee. Da auch nicht. Habe ich die noch dabei? Oder habe ich die alle geschreddert? Kann sein, dass ich die vielleicht alle schon geschreddert habe. Das ist schon schwer genug, das Spiel, weil ich meine, da hast jetzt noch Gegner, die ankommen und deine Station entlüften, während du nicht da bist und so. Ja, die müssen ja nicht mehr einfach nur... Okay, keine Pistole mehr. Was ist denn das jetzt hier? Achso. Habe ich, glaube ich, aus Versehen geschreddert. Findet man aber fast überall. Da hier überall auch Strom aus ist, da sieht man gar nicht den Zustand. Wäre praktisch, wenn man da eine zentrale Stelle für hätte, ne? Ich glaube, mit dem Powerpanel sieht man es. Ich meine, wir haben ja jetzt Strom. Schalt mal alles ein. Ja, mache ich. Dann gucken wir mal, ziehen wir das von den Schiffen ab und dann müsste das eigentlich immer noch ein Plus sein. Ich flitz mal nach vorne. Was war das da? Ah, Tür-Simulator 2019. Geil. Ach, naja. So. Ich habe jetzt echt überall Strom an, auch in den Schiffen. Wir verbraten 1,8k Stromeinheiten, ne? Wir produzieren 2,7k. Haben also ein Plus von 800, wenn alles dran ist.
Wenn du die Schiffe jetzt wegnimmst, 1080 weniger. Ach Gott, wir brauchen sogar noch einen Nanit-Core. Wir brauchen sogar noch einen Nanit-Core. In 3 Stunden 53 Minuten ist hier dieser Innentunnel hier, der noch dran hängt, der noch verbraucht. Welcher Tunnel? Wie soll ich beschreiben? Hinter dem T-Stück. Wir haben hinter dem T-Stück noch so einen Tunnel dran, ne? Irgendwie. Das sind 2 Solarmodule. Das zählt. Ja, dann ist das zweite Solar... Warte. Für beide Solarmodule brauchen wir denn noch. Ja. Bei 3 Stunden 51 sind die denn weg, sonst. Ja, notfalls kann man halt erstmal Military reinstopfen. Guck mal, haben wir noch genug zum Bauen? Ich habe nämlich eben schon 2 Stück gebaut. Für das Lager, für das Lagermodul und für das Airlock-Modul. Hä? Du brauchst doch bloß 1. Naja, für das T-Stück und das Lagermodul so rum. Achso. Das ist was anderes. So, 50 brauchen wir. Wir haben 140 und 197. Ja, dann baue ich nochmal 2. Jupp, das ist wichtig. Und dann machen wir es so. In die eine Lagereinheit packen wir die Rohstoffe und die andere Lagereinheit das Reduzierte, wollte ich gerade sagen. Hast du das gerade rausgenommen schon? Mhm. Ich suche das. Zweit ist in Arbeit. Ich brauchte noch 1 für mein Schiff. Und dann brauchen wir noch 1, also 3 insgesamt. Dann brauchen wir noch 1 für dein Schiff jetzt, ne? 9 Einheiten Carbon. Müssen wir noch irgendwas schreddern? Moment, das. Ja, du holst doch die Cores von drüben. Achso, ja, die bringe ich gleich. Ja, bringe ich gleich mit. Die bringen 9, rein zufällig, einer. Moment, ich habe doch nur welche in der Tasche. Ich habe hier noch was in der Tasche. Ja, einer ist sehr. Weil ich mache es jetzt immer so, wenn ich unterwegs bin, stecke ich die Military rein. Weil die haben halt einen besseren Schild auch gegen diese Bruchstücke, die überall rumfliegen. Wenn ich schlafen gehe, dann stecke ich die normalen rein. Ja, nee, da habe ich viel zu große Angst, dass ich das vergesse. Ja, denn wieder das Schiff los bin. Oder so stellen, ja. Aber so spart man sich halt die Dinge ein bisschen, ne? Von den Militär findest du halt ohne Ende. Du musst halt alle 3 Stunden mal so ein Ding tauschen. Das wäre mir zu aufwendig. Alles Geschredderte wieder weg. Aber dafür haben wir ordentlich... Genau. Dadurch hält jetzt die Station noch ewig länger. Ja. Station hält länger, du hast mehr Strom zur Verfügung. Ah, ist das alles kompliziert, ne? Mir fehlt noch ein Helm. Rot-Weiß-Helm hatte ich nicht so einen Protoss-Helm gesehen. Jungs, wo hier ein Schweißgerät rumliegen, verdammt. Alles schon wieder weg reingeschleppt. Ich habe 2 in der Tasche. Ja.
Eins bräuchten wir vielleicht hier in den Lagereinheiten irgendwie, dass wir die ein bisschen verteilen. Nicht immer zum Main Room rennen müssen. Ich habe jetzt beim Tauschen ist was kaputt gegangen. Also schlägt Funken und so. Ohne die Tür zu machen. Ich bin etwas verwirrt hier. Helm auf. Tür auf. So, und die nächste Ausbaustufe ist dann entweder ein Reaktor oder ein Command-Modul. Wo bist denn du? Na, bei den Dings hier, wie heißen sie gleich? Solarzellen. Da ist keiner. Da. Hier funktet, siehst du? Ja, warte mal, habe ich hier noch was drauf? Halt mal hier oben rein. Halt mal hier oben rein, hier so. Ja, ne, ich habe ja. Wie viel haben wir denn hier? Na voll. Die ist gut. Die andere auch. Die auch gut. Gut. Deswegen, da hat es erstmal wenig Erwartungsaufwand. Und kann eigentlich auch nicht kaputt gehen. Jupp, jupp. Jetzt lege ich das Ding mal hier hin. Genau, dann haben wir es nicht weit. Haben wir noch. Trockeneis ist weg. Ist auch gar nichts mehr zum Raffinerieren da. Ich habe auch alles raffineriert. Helium brauchen wir sowieso noch nicht. Das packe ich mal in den kleinen Außencontainer. Noch ein bisschen Helium. 600 Einheiten Hydrogen. Das ist, da können wir schon ein bisschen was reparieren, ne? Mhm. So, Luft haben wir 280. Reicht noch nicht für ein Schiff. Hä? Hier wird das gerade mehr. Ja, weil ich hier das Airlock entlüftet habe. Achso. Wollte gerade sagen. Schiff braucht ungefähr 440 Einheiten. Denn ist voll. Aber pro Einheiten. Ich gehe mal an die frische Luft kurz. Geh am besten wieder in die Luftversorgung, bevor du irgendwo losgehst. Mhm. Ja, das ist. Ja. Das wunderst dich, warum du erstickt bist. Ja, ja, ja. Obwohl der Anzug hält lange, ne? Der Proteus-Anzug. Der ist wesentlich sparsamer. Solltest du dir vielleicht mal überlegen. Einziger Nachteil, du musst halt den Helm absetzen manuell. Das Visier kannst du eigentlich auch nicht zumachen. Ich hab noch voll was zum Schreddern. Na los, denn komm her, ich hab grad noch offen den Schredder. Ich muss erst gucken, ob da noch was drin ist. Ich glaube, da war noch was drin. Guck mal bitte, wenn du nicht dran stehst, ob da noch was drin ist. Ja, da ist noch was drin. Kannst wegnehmen. Ich
wollte ich denn jetzt den Katalyst reinstecken? Ich schleppe die ganze Zeit so einen Scheiß Katalyst. Na, hier bei uns in der Station in Menru. Glaube ich, oder? Nee, da steckt doch schon ein Katalyst drin. Der steckt von außen. Da fehlt, wenn dann, hier das Eindämmungsfeld. Aber den hast du ja mitgenommen. Den hättest du eigentlich reinstecken müssen. Habe ich jetzt drei ins Schiff gesteckt. Ach so. Okay, dann fehlt da noch einer. Dann fehlt da noch einer. Da müssen wir dann noch ein paar Teile sammeln. So, und die nächste Tour. Wo bist du denn jetzt hin? Ach, da. Gott. Dann gehe ich mal mit dem Bohrer los. Ich werde mal eine Bohraktion starten. Aber vorher gehe ich noch eine rauchen. Jo, mach das. Mir kann ja hier nichts passieren, ne? Außer ich schubst dich in den Schredder. Was schredderst denn du da? Ein MK9, ne? Ja, so ein IWE-Anzug. Ja. Dass ich den auch bauen kann, nicht MK9. MK9 ist der Standard. Ach so. Den anderen, damit ich den auch bauen kann. Den habe ich ja noch nicht mal. Kann ich ja nichts für. So, dann habe ich jetzt den IWE-Anzug, das Jetpack, der Helm fehlt noch. Helm habe ich. Weil da hat man immer ohne Ende gefunden. Eigentlich ist das Wichtige das Jetpack, dass man die bauen kann. Anzug und Helm ist nicht so wichtig. Das geht ja nicht kaputt. Da schreddert hier meine schönen zusammengesammelten Werke. Du wolltest rauchen gehen. Ach ja. Den bleib ich hier einfach mal so gehen. Raucherpause. So, dann ist das schon mal voll. Ein vollwertiger Anzug. Den füllen wir auch mal nach. Können wir da noch eine Batterie reintun? Da ist eine Batterie drin. Hier kommt noch eine Batterie rein.
So. Entladen. Packen hier wieder rein. Können wir schon mal mehr Sachen wiederherstellen. Stecken wir da noch so ein Ding dran. Ne? Der ist halt voll. Gar Nitrate drin, cool. Tauschen wir aus. Wieder da. Ebi. Ich hab sogar in dem Ehrenbucher hier in seinem Container noch Nitrate gefunden. Ja. Muss echt überall reingucken. Ja, und dann mache ich mich mal auf den Weg. Mach mein Schiff leer. Nicht, dass wenn das kaputt geht, wieder die Hälfte fehlt. Jo. Gut, gut, gut. Mein Schiff war da hinten, glaube ich. Meine Musik ist kaputt. Schon ganz schön groß geworden, die Station, ne? Ja, ne? Ja, wenn hier Uwe noch mitmachen soll, dann müssen wir noch so ein Habitatmodul finden oder so, ne? Ja. Aber da brauchen wir vorher ein Kommandomodul. Wozu? Ja, weil das 4 Andock-Dingens hat. Ach so, ja. Notfalls würde ja hier bei den Solarzellen würde noch Platz sein. Kann man noch was andocken. Guck mal, ich habe hier noch 4 Anzüge, 2 Jetpacks und 1 Helm. Ja gut. Boah. Bring das mal, leg das unten mal ins Lager. Was Lager jetzt? Da.
Vielleicht sollte ich nochmal eine volle Batterie mitnehmen. Im Schiff drin habe. Nachher mal durchsortieren. Jetzt hat der Luftfilter aber auch gut zu tun für die ganzen Module, die hier mit Luft versorgt sind. Ja, wenn da immer nur einer drin rumrennt, dürfte das nicht so tragisch sein. Mir fehlt noch also, alle 3 Sekunden geht hier 0,1 Sauerstoff weg. Ja. Ja, da haben wir gleich aber genug von, Sauerstoff. Geht's Eisfarmen. Wo kommen denn die Dinger jetzt rein hier? Da fehlt noch einer. So, noch ein bisschen mehr Strom. Batterien müsste ich doch auch bei mir drin haben hier, oder? Steckt hier noch eine drin? Oh, da steckt noch eine drin. Sehr praktisch. Hier raus. Die rein. Die ins Ladegerät. Oh, hier liegen halt noch viel Schweißgeräte rum, ne? Nicht schlecht. Ja, die habe ich halt ohne Ende gefunden. Sauerstoff geht zur Neige. Also wenn wir beide Schiffe abdocken, dann reicht der Strom nicht. Nicht? Nee. Du darfst nicht vergessen, der Strom von den Schiffen, der Strombedarf von den Schiffen ist dann ja auch weg. Da passt noch was hin. Ah, die verbrauchen 125, das wird knapp. Schalt doch einfach mal den Strom in den Schiffen ab, dann siehst du es doch. Wir sind hier immer noch angedockt und produzieren Strom. Ja, aber ja, die produzieren 1040 an Strom in etwa. Wenn du die Schiffe abschaltest, dann ziehst du vom Produzierten noch 1000 ab und dann sollte es immer noch Plus sein. Deins kann ich nicht abschalten, kein Access. So. Ja, gebe ich dir gleich noch frei. Kein Sauerstoff mehr. Da ist noch was drin. Ja,
Ja, fehlen halt noch ein paar Katalysatoren, dann haben wir genug Strom, ne? Haben wir noch ein bisschen Sauerstoff für mich? Ja, in dem Heaven-Ding hier drinne. Oder in meinem Schiff müsste auch noch ein bisschen Sauerstoff sein. Ja, ach nee, im Zug gehen, nee. Nee, nichts mehr da. In den Vessel-Systems. Wenn nicht, nimm aus meinem Schiff. Das hat so und so gerade keine Atmosphäre. Da liegen nur 376,8 drin. Dann nehme ich mal 50 raus. Packe ich erstmal da rein. Und meine Kanister erstmal wieder voll machen. Genau. Rein. Ach, da passen jetzt 20 Einheiten dran. Deswegen hält er auch länger. Ja. Man muss halt nicht ständig nachladen, ne? Das ist sehr angenehm. So. Anzug voll und dann nehme ich mir noch 3 Reserve mit. RCS habe ich noch. Oh. Voll. Könnten wir noch mal nachladen. Du holst das Eis, ne? Ja. Gut. Dosen Sauerstoff, eine Dose mit für den Rucksack, 3 Medpacks, dann wollen wir mal gucken, dass das Schiff endlich mal leer ist. Ich
werde meine Schiffe erstmal wieder bemalen, sobald es meins ist. Bemalen? So. Meinem Schiff klebt jetzt ein Hai. Hier ist noch ein Schweißgerät. Oh Gott. Was ist denn? Die können wir eigentlich auch kreinen, wenn wir wirklich zu viele haben. Zwei rumliegen ist ja gut, aber wenn mehr sind, dann können wir die auch zerkreinen. Ja, ich habe sie halt erstmal komplett zusammengesammelt. Die stören ja halt nicht, ne? Was ist denn da? Ah, da ist eine Pistole. Da sind die anderen beiden. Okay. Warpzelle. Reicht noch für einen kleinen Sprung. Ja. Mal eine Batterie. Eine steckt da drin. Zwei. Und eine ist da. Batterien liegen hier noch in Massen rum. Was haben wir mal weggeschmissen? Den Bohrer in die Ecke geschmissen hast. Wo, wer, was? Hier steht ein Bohrer in der Ecke. Da sind noch 26 Nitrate und eine volle Batterie drin. Wo denn? Na, hier in der Lagereinheit. In der ersten. Ja, bring mit. Ich steck den erstmal hier. Egal. Keine Lust, jetzt nochmal durch den. Entladen kann ich den ja auch hier. Ich baue mir noch einen Katalysator. Kann ja nicht schaden. Nitrate, bitte einmal dadurch, ja. Nitro. Dann mache ich mich mal auf den Weg. Noch was vergessen. Verdammt. Ich fliege jetzt nicht nochmal los, weil ich glaube, ich mache nicht mehr so lange. Werd hier noch diese Dings hier, Katalysator einbauen, den ich gerade gebaut habe. So, was haben wir denn hier?
Da Strom weg. Da Strom weg. Wir brauchen 1,6K an Strom. Wenn alles an ist. Reicht doch. Wir produzieren 2,7. Na, gleich noch mehr. Ich baue da gleich einen Katalysator noch in die Dings mit rein. Ja, irgendwo. Da fehlen noch 2. 3 Stück fehlen noch. Ja, Strom sollten wir erstmal keine Probleme haben. So, Dille. Wie sieht das hier? Selbst den Strom geklaut hier. Sehr intelligent. Meine Hülle hält noch 1 Stunde 50 Minuten. Habe ich noch was dabei? Ja. Ich habe noch 0,0 Nitrate gefunden. Super. So, 2, 4, 6, 8, 9, 10 Kanister. Gucken, ob ich die alle voll kriege. Eine Batterie, da vorne war die zweite. 3, 4. Nee, kriege ich nicht alle voll. Schade. Kriegt nur 8 voll. Wieso? So viel Kanister mit. Und keine Batterien oder was? Ich habe nur 4 Batterien mit. Ja, zur Not kannst du auch, wenn du zurückkommst und ein paar Kanister mitbringst, den schon Batterien wieder reinstecken zum Laden. Das stimmt. So. Abgedockt. Da ist der nächste Asteroid. Da können wir die Zelle mal leer saufen. Das ist sehr angenehm. Wenn ich das Ding dann leer habe, warte mal, 8 Kanister mal 150, das sind 1200 Einheiten Eis. Aber da kriegen wir zumindest mal ein bisschen Eis, ein bisschen Wasserstoff und Sauerstoff raus. Bei der nächsten Tour hole ich dann ein Kommandomodul. Ich weiß, wo eins ist. Okay. Und mit ein bisschen Glück haben wir dann unsere erste Verteidigungsanlage. So, ich gebe dich mal für mein Schiff frei, bevor ich das vergesse. Freigegeben.
Ja, ich denke mal, für mich reicht doch wieder heute. Ich werde erstmal den Cryopod krabbeln. Ist alles noch an, ne? Musst du dann sehen, was du abschaltest. Ich schalte immer alles ab. So, Jetpack habe ich bei. Gut. Also ein geladenes Jetpack mitnehmen. Am besten noch den Schweißbrenner. Und nicht vergessen, Helm auf im Cryopod. So, Chat, danke, dass ihr da wart. Ich werde jetzt noch den Eggert hosten, der wird bestimmt noch einen Moment weitermachen. Was für Riesenopa? Kommandomodul ist zentrales Modul, was. Vielleicht morgen wieder da, ne? Weiß noch nicht genau. Seht ihr denn? Vier Gänge Twitter oder so. Vier sternförmige Gänge. Winke, winke. Also T-Stück hat drei und Kommandomodul hat halt vier. Und oben drüber.